Gut, okay. Einmal und zweimal. Was haben wir denn hier? Haltbarkeit 1, Schärfe 1, Rückstoß 2. Angriffsschaden 8,25. Einziges Problem, wir haben nicht genug Level. Hallo Freunde, willkommen bei Aterra 3 in der Folge 10 des Teams Blutorange. So, es geht weiter mit dem Herumirren. So. Ich muss den Spawn finden. Ich muss doch diesen blöden Spawn finden. Der ist doch jetzt wirklich nicht so unauffällig. Da hinten ist unser Hütchen wieder. Das haben wir vorhin gesehen. Beziehungsweise das habe ich vorhin gesehen. Hier habe ich den Spawn vermutet. Also da hinten. Wir könnten wirklich mal dahinter gehen. Jetzt habe ich allein schon eine Folge habe ich damit verbracht, nutzlos in der Gegend herumzuirren. Und da ist ein Schwein, sehr gut. Hole ich mir noch. Er weiß, wann ich das nächste Mal was zu essen kriege. Und in 5 Folgen müssten wir theoretisch unsere Koordinaten preisgeben, um dann gegen andere Leute, sag mal, habe ich das jetzt eingesammelt? Nein, ich glaube nicht. Um gegen andere Leute tatsächlich schon zu kämpfen. Hier sind noch mehr Schweine. Und das behagt mir absolut nicht. Blödes Schwein, komm her. Gut. Ah, doch, ich hab's eingesammelt. Gut. Acht rohes Fleisch. Ah. Reden ist schwierig. In den 5 Folgen müsste ich dann tatsächlich, um dann zu kämpfen, einen Koordinatenstandpunkt freigeben. Was mir nicht so ganz behagt. Zumal wir keine Dia-Sachen haben. Im Moment noch nicht. Ich habe auch 23 Level. Jetzt wäre das Enchant-System der 1.8, obwohl ich mich damit noch überhaupt nicht vertraut gemacht habe, wäre mir echt lieber, weil dann könnte ich zum Beispiel auch mit 30 Stufen bräuchte ich nur 3 Level, um zu enchanten. Danke. Habe ich jetzt das. Nein, das Fleisch habe ich liegen lassen, aber die Feder nehme ich mit. Perfekt. So muss es sein. Da hinten ist schon wieder dieser Wald. Es kommt ja eigentlich nur so ein Pilzwald in Frage, weil wir wissen ja, das ist bei uns in der Nähe. Sag bloß, ich hab's gefunden. Da ist Gravel. Ja, ich glaube, hier ist es. Halleluja. Gott, war das eine Tortur. Fackel, damit ihr was seht. Warum höre ich Lava? Ist das wirklich die da von da hinten oder hat uns da jemand einen Streich gespielt? Ich hoffe jetzt mal, dass uns keiner einen Streich gespielt hat. Okay. Und runter mit uns. Heilige Scheiße. So, Dia-Schwert möglichst auf einen Slot in der Leiste. Aber wir haben auch keinen Apfel für Dingens, für Äpfel, Goldäpfel. Schlechter. Wir haben nur, ja, wir haben nur. Okay, runter. Hier ging es doch irgendwo lang. Hier lang ging's. Hat es der Theo echt alles zugebaut oder war hier wirklich jemand drinne? Ja gut, wir werden sehen, wenn das Feld wahrscheinlich verwüstet ist, dann haben wir ein Problem. Dann sind wir nämlich auf unsere Ressourcen angewiesen, die wir jetzt noch haben. Oh, ich brenne es unten. Ich brenne es unten. Unten ist sicherer. Außerdem will ich wissen, ob das Feld berührt wurde. Sieht soweit sauber aus. Ich brenne am besten mal was. Brennen. Wir haben hier Eisen gebrannt. Bin ich mir zwar nicht mehr so sicher, aber kann schon durchaus sein.
dass wir in unserer Verzweiflung auch nochmal Eisen gebrannt haben. Und warum stehen hier zwei Crafting Table? Ist unsere Kiste noch da? 11 Dias, dann muss ich mal den Rest rein. 19 habe ich jetzt. Reicht immer noch nicht ganz für eine Dia-Ausrüstung, aber soll erstmal. Oh Gott, haben wir viel Schwarzpulver. Wir müssen hier unbedingt mal Sprengfallen oder irgendwas legen. Darauf hätte ich auch richtig viel Bock. So, ein bisschen gebratenes Zeug. Sehr gut, dann kann ich auch wieder was essen. So, was macht denn unser Feld? Oh, es... Welche Pracht! Ich kann mir das sicher viele Bücherregale machen, nachdem ich... Cool, richtig cool. Dann werde ich auch mal ordentlich verzaubern. Das ist ein Verzauberungstisch, muss ich auch irgendwie verstecken. Damit da keiner rangeht. Was wollte ich hier? Nichts wollte ich hier. Ja. Ja, perfekt. Dann kommt da jetzt das rohe Hühnchen nochmal rein. Und rohes Rindfleisch habe ich auch noch. Okay, wir sind auf das erste erstmal versorgt. Sprechen ist wirklich schwierig. Fürs Erste vor allem, nicht aufs Erste. So, brat schneller, sonst werde ich richtig ungeduldig. So, gut. Inventar ist soweit Platz geschaffen. Dann ernte ich mal ab. Oh, welche Pracht. Eine Pracht, das ist ja echt klasse. So. Und neu anpflanzen. Und ich werde dann auch noch mehr Brot machen. Also an Essen scheitert es dann... An Essen scheitert es dann wirklich nicht mehr. Und Zuckerrohr. Eine Pracht, sehr gut. 5 Stück gleich. Hier müssen wir auch wieder zubauen. Haben wir noch Cleanstone? Ja, haben wir noch. Gut. Das ist ja sowas, soweit echt cool. Ja, gut. Haben wir noch da drin Zuckerrohr? Okay. Dann mache ich hier tatsächlich jetzt mal die große Craft- und Enchant-Aktion. So, erstmal einen Brustpanzer. Den Goldharnisch schläge ich jetzt auch mal da rein. Und die Enderperle und das Leder und Faden und Zeug. Halt. Pilze. Schüsseln. So, okay. Haben wir dann Schuhe. Einen Helm. Und als letztes könnte ich mir eigentlich einen... ein Schwert nochmal machen. Wir haben jetzt 2 Schwerter, Haltbarkeit und Rückstoß 1. Ich würde aber gerne auch einen Amboss machen. Dann machen wir das lieber so. Ich hole mir... Haben wir einen Amboss? Nein, wir haben keinen Amboss. Wir haben noch keinen Amboss. Dann mache ich mir... versuche ich mal diese beiden Schwerter. Man braucht tatsächlich so viele. 3 Stück braucht man, ne? Dann machen wir tatsächlich jetzt mal einen Amboss und verbinden die beiden Schwerter. Für das andere habe ich ja eh keine Verwendung mehr. Und schauen mal, dass wir, wenn wir was Besseres kriegen... Ja, das war ein Amboss, sehr gut. Gut, okay. Einmal und zweimal. Was haben wir denn hier? Haltbarkeit 1, Schärfe 1, Rückstoß 2. Angriffsschaden 8,25. Einziges Problem, wir haben nicht genug Level. Mist. Ein verzaubertes Buch wäre auch nicht schlecht. Okay, dann verzaubern wir erstmal unsere gemachte Rüstung. Und zwar, ja, gut, enchanten wir die Hai und gehen dann vielleicht in Nether. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Warum brennst du sinnlos? Ah, hier, rohes Rindfleisch. Sehr gut. Hui. Weil im Nether kriegt man sehr schnell sehr viel Erfahrung. Das weiß ich. Gut, okay, dann würde ich sagen, bauen wir uns hier irgendwo...
ein Diamantschwert her, um den blöden Zombie zu besiegen. Wo kommt ihr blöden Zombies eigentlich her? Seid echt eine Plage. Schämt euch. Hier ist Redstone, dann holen wir uns noch ein bisschen Erfahrungspunkte, auch wenn ich sie gerade nicht brauche. Ja, ich kann sie schon brauchen. Und hier den Enchanter-Raum. Spätestens, wenn Jagd auf mich gemacht wird, und das wird wahrscheinlich sehr bald sein, wird man den hier entdecken, aber es ist mir jetzt gerade wurscht. Oder nee, ich mach den woanders. Oder? Wie lange werde ich im Nether bleiben? Okay, ich hoffe jetzt mal auf eine ruhige Folge und mach den Enchanter erst in der übernächsten Folge oder so. Trotzdem, wie viel... Ja, ich würde gerne wissen, wie viel Schutz das Ganze macht. Und ob es sich lohnt, die Diamantstiefel anzuziehen. Hui, ich habe zwei Diamanten im Inventar. Rein in die Kiste damit. Tun wir das erstmal nochmal in die Kiste. Wir sind da soweit ganz gut ausgerüstet. Die Effizienz 1. Die Spitzhacke. Das lassen wir auch mal da drin. Moment, Rückstoß und Schärfe. Nein, wir tauschen schön. Haltbarkeit und Rückstoß. Okay, den brauche ich auch erstmal nicht. Den kriege ich genug dazu. So, so, so. Den hier baue ich auch erstmal ab. Essen sollte ich jetzt eigentlich genug haben, um in den Nether zu gehen. Das mache ich jetzt aber auch erst nicht in diese Folge. Obwohl, ich könnte es ja diese Folge schon machen. Ich mache mir noch ein bisschen Brot. Um dann in der nächsten Folge... Ja, ich glaube, das ist schlau. Habe ich hier wieder zugebaut ordentlich? Ja. Ich glaube, ich gehe diese Folge noch in den Nether. Dann lasse ich aber alles unnütze Zeug hier. Spitzhacken lasse ich dir auf jeden Fall hier. Den Crafting Table ist vielleicht ganz notwendig. Den lasse ich rein, rein, weg. Eisenschwert, nee, dann nehmen wir das schöne Stier. Holz, Weizenkörner, Amboss. Bogen gegen Ghasts wäre ganz gut, aber wir haben keine Pfeile für. Haben wir Flint? Nein, natürlich auch nicht. Warum auch? Okay, dann muss ich mich einfach vor Ghasts in Acht nehmen. Hilft nichts. Auf in den Nether. 4 Minuten habe ich noch. Okay, dann versuche ich mal hier rauszukommen. Irgendwie. Wo ist die blöde Treppe? Da ist die blöde Treppe. Gehen wir hoch und die haben wir nicht gegraben. Ich bin da gerade eben runtergekommen. So halb versteckt. Hier. Ja, hier. Okay, auf in den Nether. Schön viele Level farmen. Ich würde gerne so mit Level 40 mindestens zurückkommen. Aber ja, gut, ist wahrscheinlich eine Wunschvorstellung. Ist wahrscheinlich eine Wunschvorstellung von mir, dass ich mit Level 40 zurückkomme. Aber gut, man kann sich doch mal seinen Träumen hingeben. So, jetzt raus da. 25 Level ist das eigentlich wirklich eine Verschwendung. Und Dias könnte ich auch brauchen. Aber Tränke wären auch cool. So Schnelligkeit. Das habe ich letztens im Chat-Chat. Im Atera-Chat habe ich das diskutiert, inwiefern was... Nein, nehme ich mit. Denn overpowered ist. Und dann habe ich mal geguckt, was da für Reaktionen drauf kamen. Und ja, das ist wirklich interessante Meinungen zum Teil. Ich glaube, ich muss höher. Ja, ich muss höher. Ist jetzt schlecht, wenn ich hier... Hier mit Gravel zumachen. Geht's noch?
Wie erbärmlich ist das denn? Okay. 15 Minuten, das lohnt sich eigentlich kaum noch in den Nether zu gehen. Dann werde ich heute Abend wahrscheinlich noch eine Folge aufnehmen. Und in dieser Folge dann in den Nether gehen. So. Schönes Schwert raus. Ich hoffe, jetzt hat keiner irgendwie einen Streich gespielt und die ganzen blöden Zombie-Pikmin angegriffen. Das könnte ich nämlich überhaupt nicht leiden. Obwohl, es müsste ja in dieser Folge passieren, dass sie angegriffen werden. So, hier irgendwo muss der Spawn sein. So weit weg. Ja, da oben ist die Kuppel und beziehungsweise die Box, wo wir vorher drin waren. Da habe ich auch eine lustige Aufnahme her. Lol, haben die was am Nether-Portal rumgebastelt? Naja, mir ist ja wurscht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich hoffe wirklich, dass wir da alleine sind und ungestört im Nether Level farmen können. Und dass unsere Plantage schön wächst, damit wir schön noch mehr Bücherregale machen können. Und dann werde ich auch mal gucken, wie ich das Ganze verstecke, dann den Enchanter und so. Naja, seht ihr in der nächsten Folge. Boah. Wie machen wir das? Der Theo ist tot. Naja gut, ich überleg's mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, der Theo kommentiert dann auch mal mit, weil der kann mir natürlich mehr Tipps geben. Und bis dahin haltet die Ohren steif. Ciao.